Dein ungewöhnliches Talent ist, dass du selbst im Hasenkostüm ernst genommen wirst. Ich glaube, als Kind wolltest du schon immer Schauspieler werden. Ja. Na, wobei, eigentlich wollte ich immer, ich wollte alles Mögliche mal werden und daraufhin habe ich dann gesagt, dann werde ich Schauspieler. Stimmt, ein Schauspieler kann ja alles spielen. Und das ist der Reiz, also das ist bei mir der Reiz, dass du halt jeder mal, also überall mal so reinschlüpfen darfst. Ich habe gedacht, du wolltest Prinzessin werden. Hey, das hat hier Ralf auch gesagt. Warum? Da wird vielleicht was dran sein. Er hatte auch auf meiner Hochzeit eine Krone auf. Ich wollte die gar nicht mehr absetzen. Deswegen, vielleicht war das so Gedanke. Ich glaube, wenn du dir einen anderen Namen aussuchen könntest, würdest du Nikolaus heißen. Nee. Nee. Warum? Weißt du warum? Weil du sowas Gütiges hast wie der St. Nikolaus. Also weißt du, wie der kam ja aus Antalya und so und der hat die Kinder immer beschenkt. Ich habe bei dir an Alice im Wunderland gedacht. Alice. Du würdest gerne vielleicht Alice heißen. Wollte ich als Kind wirklich. Weil wenn du den Namen Scylla umdrehst, ist es A-L-I-S. Alice. Also als Kind wollte ich so heißen wie mein Vater und weil ich gedacht habe, so Niklas, so kann doch keiner... Willst du heißen wie dein Vater? Ja, weil ich gedacht habe, so Niklas, wenn ich erwachsen bin, wer soll da... also Niklas ist doch kein Erwachsenenname, habe ich als Kind gedacht. Und da wollte ich... glücklicherweise haben meine Eltern mich doch dann so genannt, weil Dieter wäre dann doch ein bisschen komisch für mich. Da finde ich Niklas aber besser. Ja, ich auch. Aber mein Vater steht er. Ja, mein Vater steht der Name. Wenn du einen Tag lang Sportler sein könntest, wärst du Balletttänzer. Ich hätte jetzt so an Fußballer gedacht bei mir, aber okay. Balletttänzer ist auch schön. Hatten wir in der Schauspielschule tatsächlich auch Ballett. Hat mir gefallen. Kannst du ein paar Ballettposen noch machen? Erste Position, komm. Erste Position, wie war die denn? Wie war die? Helf mir auf die Sprünge. Ein bisschen mehr auswärts, ne? Ein bisschen mehr auswärts. Genau. Und dann machst du die Arme so. Ein bisschen mehr. Also Bauch rein. Bauchfest. Bauch. Und die Hände. Ach so. Ja. Nicht so wie Schaufeln. Ganz sanft. Sehr elegant. Merci. Ich glaube, das Wichtigste im Leben für dich ist meine Couch, wenn du in Berlin bist. Oh ja, das ist ja tatsächlich mal passiert. Brauchte ich ab und zu mal deine Couch. Und du warst immer so freundlich und hast sie mir auch direkt angeboten. Warte mal, das Wichtigste für dein Leben ist, habe ich geschrieben, Liebe. Das stimmt. Scheiß auf alles. Liebe ist einfach alles. Ja. Drei Dinge, vor denen du dich am meisten fürchtest, sind böse Menschen. Also ich habe nur böse Menschen. Ja. Richtig. Richtig. Die drei Dinge, vor denen du dich am meisten fürchtest, sind drei Paparazzis. Ja, je mehr, desto schlimmer. Die Rasselwanderung.